Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. Diese Musik macht mir ganz ehrlich ein bisschen Bubble. Ja, Sound dieser macht mich echt irgendwie so ein bisschen paranoid. So im Sinne von, hier passiert gleich irgendwie was. Irgendwie Raumschiffe kommen hier gleich und ballern alles nieder, ne? Ich habe vollkommen vergessen, dass wir ja zu einer zum anderen Dorf oder Städtchen oder wo auch immer hingehen sollen, diesen Part. Und ja, gut, machen wir das mal. In der letzten Folge haben wir, wie viele Träger schuften, um deine Kornspeicher zu füllen. In der letzten Folge haben wir ja ein bisschen uns in diesen einen Örtchen da umgeschaut, wo wir die Madame gefunden haben. Die hat uns ein paar Informationen gegeben und so, ne, und uns Hilfe angeboten. So, das ist so ein Lichteffekt. Ich habe schon gedacht, das hat für ein komisches Zeichen. Ja, und ich gehe natürlich erstmal hier in, weil er irgendwie da völlig aussehen. Warte mal, da jemand Toten. Okay. Ja, vielleicht man könnte sich da irgendwie vorbeischleichen oder so. Lange lebst du am Boden liegen. Lass mal lernen, wie das Spiel wieder geht. Schon wieder 2-3 Tage her. Oder 2, glaube ich. Nein, du bleibst liegen. Nein. Oh, ich dachte, ich würde ihn auch stechen, so im letzten Moment. Schwarzes Blut. Warum haben die Kaiserlichen ein schwarzes Blut? Ah, ja, wir müssen zur nächsten Stadt. Wir müssen uns, glaube ich, mit Jill und Sid treffen, ne? Ich bin mir nicht mehr genau sicher. Ich weiß nicht, wieso ich das mir nicht merken kann. Story ist eigentlich nicht so schwierig. Ich spiele so gut wie jeden Tag. Und wenn, dann maximal alle 2 Tage. Deswegen weiß ich nicht. Ich bin einfach nur doof, ne? Sorry. Ich bin nicht der Richtige, der irgendwie Rollenspiele hier covern sollte, habe ich so Gefühl. Das Tor. Oder habe ich absolut was jetzt suchen? Okay. Ja, ich weiß. Da kommen noch mehr Gegner. Das ist der zweite Turm, den wir ja so gefunden haben, ne? Ja, was mich treffen, ne? Da kommen noch mehr Gegner. Mach ich auch platt. Oh, Magier. Nix da. Oh, ist noch nicht voll. Stufe erhöht, ja. Schon eine Weile, ja. Okay. Ich schaue ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, Bruder, ganz ruhig. So, alles klar. Ich dachte, er wäre jetzt irgendwie noch coolster, ne? Jetzt haben wir irgendwie so ein Accessoire bekommen, glaube ich. Aber da geht es ja noch weiter, ne? Da ganz hinten liegt was. Ja, ist wahrscheinlich nur Müll, aber ich würde es trotzdem haben. Da ist ein Wolfshund. Ruhe. Aber ich dachte, ich habe den Feuer angebracht. Ich kann trotzdem schon zum Feuer wechseln, ja. Ach, komm mal, ja. Ich habe so nebenbei eingesammelt. Ja, gut. Okay. Aber hier ist der Grund, dann geht es wieder weiter, ne? Ah, muss ja gucken, ne? Man weiß ja nicht, ne? Man weiß es nicht. Da ist ein Schokobo, glaube ich, ne? Ne, so komisch aus. Sieht aus wie so ein typisches Gebiet von Final Fantasy 15. Na ja. Aber ich dachte, ich wollte gerade zaubern. Aber ich sehe gerade, gegen was ich hier kämpfe. Und der auf einmal, ja. Erstmal euch bitte.
Ha. Oh, lass mich doch erstmal den hier kaputt hauen. Aber oh, ich tue mal noch mal anvisieren, ne? Ja, ich kann ja nicht anvisieren. Ich war eigentlich die ganze Zeit für einen Feuerball einsetzen, ne? Boah. Oh mein Gott. So, danke. Ist er tot. Ja, jetzt ist er ein. Ja, jetzt war ich ja gefangen. Ja. Macht er mehr Schaden? Ich weiß es nicht. Wie mache ich nicht mehr Schaden? Ich mache immer noch so 8000 Schaden. Ah! Ja, komm. Oh ja. Hat irgendwie gar nicht ausgesehen wie so ein normales Viech, wie so ein Drache. Ich dachte, aber eins von so einem von den Viechern, die ich da gerade gesehen habe, ja, rumfliegen war. Da hätte ich irgendwie mehr Panik gehabt. Angefangen und zurückgeschossen und dann auf ihn zugebüßt. Drachenkanne. Ja. Ist ein Teleportpunkt. Da ist irgendwas. Wir haben mal irgendwann so eine Tür gefunden, ne? Naja, sind wir später eingegangen, ne? Ja. So, was ist das? Scheint aber nicht zu funktionieren. Verdammt. Da wurde mir aber ja notiert, ne? Die Hand des Mimas, okay. Mehrere Sachen, ne? Okay, er wurde mir aber auf der Karte notiert, das heißt. Wenn ich irgendwann mehr Informationen habe, kann man noch mehr hinkommen, ne? Weil das hätte mich jetzt irgendwie so ein bisschen gestört, ne? Wenn ich jetzt hier hingekommen wäre und ich hätte das Ding gefunden und ich ja, da wird mir nicht notiert oder irgendwie ich bekomme irgendwie sowas im Sinne von hey, du hast ja was gefunden, ne? Aber das scheint jetzt hier notiert zu sein, ne? Ja. Das heißt, wenn ich irgendwas finde, was mir irgendwie mehr Informationen gibt, dann komme ich hier noch mal zurück, ne? Klingt nach einem guten Plan, ja, ne? Okay, haben wir wenigstens etwas, ne? Würde ich sagen. Okay. Scheint keinen Fallschaden zu geben, ja, cool. Ich meine, er kann sich in eine S-Bar verwandeln, vielleicht. Wir können uns in eine Pseudo-Esper verwandeln, ne? Eine Halb-Esper. Ihr solltet nicht falsch annehmen. Würde keinen Sinn machen. Ah, ich habe meine Knöchel verstochen. Ich kann nicht gegen mich kämpfen. Ich habe mir wehgetan. Da ist noch so ein Turm. Ich bin da so rechts angegangen, ne? Ich bin so da lang gegangen, ne? So, da ist noch so ein Turm. Kann ich da auch Soldaten kaputt hauen? So, bist du ein? Ja, du bist ein Raptor. Ja, komm her. Kommt her. Drache erwache.
Das wird jetzt mein Slogan sein. Vergesse ihn nicht, Torgal. Such mich dran zu erinnern. Ah. Oh, noch nicht fertig. Der ist fertig. Ah. Okay, ich wusste nicht, dass der kleinen Gegner auch funktioniert. Bin ja noch gar nicht gebrochen, aber der war unter 50%, nehme ich an, ne? Kommt der da hoch, ne? Da komme ich, da komm eben zu mir. Wenn ich nicht zu dir kann, dann kommst du eben zu mir. Blöd, ich konnte da nicht treffen. Ich setze irgendwie gar keine Magie mehr ein, ne? Hier, dieser Angriff, meine ich. Ich tue immer irgendwie jetzt den Abstand zwischen... Oh Gott, ich habe jetzt gerade, da kommt irgendwas zugerannt. Ah, da kommt schon wieder so ein Viech. Ich habe einen Moment nicht gewusst, welches Ding ich hatte, welcher essbar. Das ist früh. Wo ist er? Hab mich geschossen. Da, so lange habe ich das Viech raus. Langsam haben wir den. So, ja, ich mache immer noch 8000. So, er hat sogar gezählt. Aber jetzt kann ich. Oh, der war gar nicht gebrochen. Ich dachte, der war gebrochen. Au. Sag. Muss ich mich ja verwandeln, um meine HP wieder zu heilen. Hätte mich auch abgezogen. Na, hat er mich schon abgezogen. Aha. Ich glaube, diese Drachenkrallen sind irgendwann wichtig. Da war ja was zum Looten. Nö. Oh, das ist aber gut zu wissen, dass wenn ich Probleme hätte in dem Spiel, dass ich mich irgendwie heilen könnte, hochklemmen könnte oder irgendwie so was, ne? So ganz den Gegnern aus dem Weg gehen will ich natürlich auch nicht, ne? Ja, wie geht's? Oh. Oh, habe ich noch gefangen, sehr gut. Boah, dieses eine Viech habe ich zerstört. Oh, das ist eine Truhe. Ich habe es ja schon gesehen. Hat mich getroffen, kannst du es wagen? Blöder Sack. Das ist noch so ein Viech, ehrlich. Wir sind da gute, ne? Wir sehen irgendwie nicht so gut aus. Oder Orientierung, ja. So, erstmal du. Kaiserlicher Kriegswürm. Die sind einfach nur so da, ganz nebenbei dabei. Ah, ich finde diese Rahme cool. So. Lange hat er mal gewonnen. Dämonenschärfe. Wusste es.
klingt doch was für einen guten Helden. Was hat hier überhaupt? Was denke ich? Ja, brauche ich nicht. Kommen muss, was habe ich gerade bekommen? Weil er ist dann Ausrüstung. Ah. Ha. 3 Punkte mehr Verteidigung, 2 Punkte mehr HP. Sehr cool. Und ich meine, anderen Seite, ich konnte mit Leon an den Sachen gar nicht hochleveln, ne? Also die Schwerter jedenfalls nicht. Aber die kann ich ja irgendwie weiter verarbeiten, ne? So, wo gehen wir als nächstes hin? Wir gehen ja natürlich erstmal überall so rum, ne? Aber sieht aus, müssen wir jetzt hier so angehen. Machen wir mal. Ich möchte ihn bekämpfen. Ich glaube, er hat gesagt, keine Fehler, ne? Aber ich habe irgendwie verstanden, geile Fehler. Wie die Flammen so tanzen, ne? Das sieht doch voll episch aus. Oh Gott, der hat mich verfehlt. Ja, war gut, ne? Oh Gott, das ist so schwer zu kontrollieren, ne? So, sieht so aus, es reicht mir jetzt hier gleich das Dörfchen, ne? Da müssen wir uns noch mit ein paar Nebenquests hier rumkloppen, habe ich so ein Gefühl. Gut gemacht. Jetzt kümmere ich mich. Ja, gehen wir mal da rein. Müssen wir ja noch mal machen. Egal, wir machen das mal in dem Quest, würde ich sagen, ne? Hüppa. Ist das überhaupt hier ein kleines Dörfchen? Weiß ich nicht. Gib mal das. Wer wird's denn? Endlich! Du bist spät! Spät wofür? Haben Sie es dir nicht gesagt? Eine wilde Bestie will meinen Jungen fressen! Los! Steh hier nicht rum und gaff blöd. Rette ihn. Na gut. Rette ihn doch selbst. Oh. Zur Abwechslung ein Träger mit Mumm in den Knochen. Wie interessant. Er ist da drüben, an der Küste. Los. Geh und töte die Bestie. Vielleicht habe ich die ja schon getötet. Das weißt du nicht. Sein Sohn in Lebensgefahr ist, wirkt er erstaunlich ruhig. Ja, ich habe gesorgt für der. Das stimmt hier nicht. Ich muss aufpassen. Ja, der tut da kam mir auch so vor. Also der will, ich habe gesorgt für der will irgendwie einen Streich, entweder einen Streich spielen, der will uns einfach hier zum Tode irgendwie schicken. Der Wolf, er will mich fressen. Das werde ich verhindern. Oh nein, warte, ich rette dich. Bin schon fast da. Warte, ich rette dich, Kleiner. Schlitz. Ich wollte eigentlich den einen Feuerangriff einsetzen, also. Keine Angst, ich rette dich. Wusch, wusch. Okay, war da nicht gerade 2? Ah, nee, Torgal, ne? Ich war gerade für einen Moment voll verwirrt. Warte mal, sind da 2 auf einmal? Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich auch einen Hund habe. So dick ist wie ein Wolf, würde ich sagen. Nein, du solltest ihn nicht töten, sondern er dich. Vater wird dich auspeitschen. Träger dürfen nicht gewinnen. Ja. Was soll das? Warst du überhaupt nicht in Gefahr? Du wagst es zu reden?
Guck mich nicht so an. Es ist nur ein Spiel. Ein Spiel? Sei endlich still, wenn Vater das hört. Schmeiß ihn einfach von der Klippe. Ja, also. Den Wolf habe ich getötet. Aber die Gefahr ist jemand anders. Okay. Zeit, das wahre Monster zu töten. Dieses Treiben muss aufhören, bevor es nochmal geschieht. Na gut. War da überhaupt noch irgendwas? Nee, nee. Keine Ahnung. Ich hatte den Eindruck, ja, ehrlich gesagt auch schon so. Moment, als ich die Quest angenommen habe, so ja, da will mich glaube ich irgendwie reinlegen, ne? Weil ich weiß, Leute können ihr Träger nicht leiden, ne? Von daher kommt irgendwann eine Szene, wo die ganzen Träger so rebellieren, so wie in das große Krabbeln. Bitte ja. Hey, Träger, komm rüber, sofort! Erst schlachtest du unser Haustier ab? Vor den Augen meines Sohnes? Und dann wagst du es hier wie ein Gockel herumzustolzieren? Der Wolf war abgerichtet. Und gehorsamer als du, dreckiger Sklave. Du solltest unserer Unterhaltung dienen. Und wir sind alles andere als amüsiert, wie du siehst. Ich auch nicht. Für den Spaß wirst du bezahlen. Da! Ich sag's doch, er redet. Schon wieder. Bestraf ihn, Vater. Warte. Wer bist du, Träger? Sprich. Du bist nicht der vom Markt. Nun, dein Ungehorsam wird nicht von ungefähr kommen. Los, bring sofort deinen erbärmlichen Besitzer hierher. Nein, ich will den einschüchtern. Aber ich glaube, da wird den irgendwie mehr einschüchtern, weil er ihn kennt, ne? Der erbärmliche Besitzer bin ich. Der erbärmliche Besitzer bin ich. Ich bin mein eigener Herr. Ich gehöre niemandem. Und ich gehorche niemandem. Lügner! Ich sehe doch das Brandmal. Wertloser Sklave! Halt den Mund und hör zu. Ihr habt Menschen getötet. Diese Träger fühlten Angst und Schmerz, genau wie ihr. Und wenn ihr nicht so enden wollt wie eure Opfer, dann tut ihr nie wieder so etwas Grausames. Habt ihr das verstanden? Vater, ich hab Angst. Du wagst es, uns zu drohen? Du wagst es? Wir kaufen einen neuen Wolf, einen größeren, stärkeren. Natürlich, mein Sohn. Ich lass uns im Dorf einen neuen holen. Und der wird diesen dreckigen Träger in Stücke reißen, bis er verblutet. Mach mal. Sieh doch einmal dein Schwert. Bring ihn von seinem eigenen Sohn um. Unverbesserlich. Aber ich kann die Träger nicht da liegen lassen. Sie verdienen ein Begräbnis. Das ist das Mindeste. Alles. Wie viele Träger mussten für das Spiel dieses Verrückten sterben? Na, ich würde ja, ich würde dann langsam das Schwert zücken, ne? Aber geht ja nicht, ne? Leicht haben bestanden. Okay. Kann ich nicht einfach anzünden? So Wikinger-Begräbnis. Mehr Opfer ihrer adligen Spieler. Du musst Clive sein. Woher kennst du meinen Namen? Madame. Ich arbeite für sie. Wie du. Das Begraben der Toten wird nie leichter. Bist du dafür hierher gekommen? Ich soll gefallene Träger vor den Krähen bewahren. Hilfst du mir? Wo du schon hier bist? Gern. Bestatten wir sie.
mögen sie endlich Frieden finden. Den Wolf des Adligen hast du erschlagen? Hab ich. Aber ich fürchte, er kauft schon bald einen neuen. Und dann sterben noch mehr Träger. Wie können sie uns nur ohne Reue in den Tod schicken? Du weißt, für sie seid ihr nur Dinge. Werkzeuge, die man benutzt. Oder Spielzeuge. Und wenn einer stirbt, kauft man einen neuen. Doch so ein Verhalten bleibt nicht immer ungestraft. Vater! Vater! Hast du das getan? Ich nein. Wölfe töten. Es ist Instinkt. Wenn du einen ins Haus holst, reißt er dir irgendwann die Kehle raus. So wie Träger. Klasse. Selbst in Ketten haben sie Zähne. Was werden die Leute wohl tun, wenn sie endlich zurückbeißen? Zwei mordende Unmenschen weniger. Kein Verlust also. Danke. Für die Hilfe. Hat das Spiel uns gerade eine Lektion erteilt? Das ist okay, es Kinder zu töten, wenn sie böse sind. Als Anzahlung für unser nächstes Treffen. Bis dann. Ja, wir haben sie ja nicht getötet, ne? Von daher. Es ist alles okay, ne? So, ich habe eine Menge Punkte. Wollte ich die? Ich wollte die für irgendwas anspannen, ne? Genau, ich wollte mir so eine neue Leiste holen. Und zwar hier, ne? Limitrausch. Würde es verbessern. War ja hier, ne? Das heißt, ich würde meinen zweiten Abschnitt erweitern. Bei Meistern. Wird meinen dritten Abschnitt erweitert. So. Die Erklärung macht aber irgendwie wenig Sinn. Weil sie da ganz eindeutig. Da ist nicht ein zweiter Abschnitt, da ist ein dritter Abschnitt. Von daher. So, Na, oh, ich dachte, er wäre jetzt der Wolf hier gewesen. Hört ihr schlecht? Bewegt euch schon. Okay. Die Gerechtigkeit hat gesiegt, nehme ich an. Hoch mit euch, ihr Schmarotzer! Die Arbeit erledigt sich nicht von allein. Gut. Und weiter, ja. So, da bist du. Nett, nicht nett. Hast du meine kleine Chloe gesehen? Ich habe sie aus ihrem Käfig gelassen, damit sie ein bisschen rumrennen kann. Aber sie kommt einfach nicht zurück. Du bist ein Idiot, hier sind überall Monster. Ja, aber natürlich. Ich halte Ausschau. Ich kann dir leider nichts versprechen, aber ich halte gern Ausschau nach deinem Hund. Wie sieht er denn aus? Chloe ist doch kein Hund. Sie hat wunderschönes weißes Haar. Wenn ich traurig bin, tröstet sie mich. Und sie kann ganz viele Kunststücke. Was für ein Tier ist es? Ich gerne durch die Weizenfelder. Ich soll sie eigentlich nicht rauslassen, aber bis jetzt ist sie immer zurückgekommen. Bestimmt hat sie Hunger. Sie hat seit gestern nichts gegessen. Was für ein Tier? Das ist meine Aufgabe, sie zu füttern. Das ist ein weißer Chocobo. Wenn das so ist, dann mache ich mich besser schnell auf die Suche, ja? Okay. Oh nein, ich sehe. Ich sehe schon, was es ist. Ne, es ist ein Träger, ne? Sind sehr weitläufig. Aber vielleicht hat ja jemand Chloe gesehen. Oh nein. Es ist ein Träger mit weißen Haaren. Aha. Sind das deine Felder? Vielleicht kannst du mir helfen. Puh, du bist wohl nicht von hier, was? Anders lässt sich deine Unverschämtheit nicht erklären. Warum sollte ich einem Träger helfen, hm? Weil es nicht für mich, sondern für das kleine Mädchen aus dem Dorf ist.
Ich soll für sie nach Chloe suchen. Ach, du meinst sicher Lisette. Die und ihre widerliche Flohschleuder. Ich habe sie zuletzt an der Windmühle rumschnüffeln sehen. Mittlerweile sollte das Mädchen wirklich alt genug sein, um zu wissen, dass sie nicht von der Kette lassen darf. Also zur Windmühle. Ja, verschwinde. Ich will hier keine fremden Träger. Ja, die Leute sind ja also bezaubernd. Möchte man am liebsten alle abschlachten. Oder Wölfe auf die Lose. Weißt du, wenn dieser eine Wolf ja jeden einzelnen Träger erledigt. Chloe? Hi. Also, weiß bist du jedenfalls nicht. Dann bist du wohl nicht Chloe. Ist das? Da liegt doch jemand auf dem Boden. Oh mein Gott. Ich gehe mal etwas näher ran. Vielleicht sollte ich nicht darüber reden und einfach nur näher rangehen. Weiße Haare, ne? Eine Trägerin. Chloe, da bist du ja. Ich hab dich gerufen. Was? Steh auf. Du hast jetzt genug geschlafen. Wir müssen nach Hause. Chloe? Bist du etwa schon ein Stein geworden? Ich hab dich doch nur ganz wenig Kunststücke machen lassen. Dabei hatte ich dich am liebsten. Die anderen Chloes hatten nicht so schönes Haar. Bestimmt dauert es ewig, bis Papa mir eine neue gibt. Ich krieg sie ja erst, wenn sie zu müde zum Arbeiten sind. Sie war also nicht mehr als ein Spielzeug für dich? Bist du gar nicht traurig, dass sie tot ist? Sie ist nicht tot, sie ist ein Stein. Der Fluch hat sie zu Stein gemacht. So ist sie gestorben. Und egal, wie vielen anderen du ihren Namen gibst, das bringt sie nicht wieder zurück. Nein, sag doch nicht sowas. Es ist aber die Wahrheit. Hätte sie nicht dieses Brandmal gehabt, wäre sie ein ganz normaler Mensch gewesen. Jemandes Tochter. So wie du. Aber Papa sagt immer, dass Träger keine Familien haben. Sie hatten mal eine. Eltern, die sie weggegeben haben. Geschwister, die sie nie wiedersehen werden. Als ihr Chloe bei euch aufgenommen habt, wurdet ihr ihre Familie. Vergiss das nie. Und vergiss Chloe nie. Ich... Es war Kind traumatisiert. Na, kam immer noch besser davon als das letzte Kind, den wir interagiert haben. Ja, wenigstens sind die Kinder noch zu retten. Das ist ja schon mal etwas, ne? Oh, ich glaube, die Quests sind dann hier schon vorbei, ne? Ja, gefühlt hat das Spiel versucht, ein bisschen zu sehr uns hier so hinein zu pumpen. So, hör mal, Leute mögen Träger nicht. Ich meine, ja, wir haben es langsam mal geschnallt, okay? Also müssen jetzt nicht jetzt noch 10 weitere Quests irgendwie nach rumreiten. Kein Wunder, dass ich mit meiner Einheit nie in Moor war. Wenn man hier Träger so verabscheut, wie Isabel sagt. Hm. Wer bist du? Was willst du denn? Keine neuen Sachen, ne? Also vielleicht ein Hauch des Feuers. Die Wartezeit bis zum erneuten Einsatz von einem Feuerfall um 2,7 Sekunden. Aber ich habe jetzt einen, der den Schaden ölt, ne? Na, schönen Dank auch. So, gibt nur das hier, ne? Was geht, Bertrand? Bist du Bertrand? Madame schickt mich. Habe ich mir schon gedacht. Ich höre schließlich nur was von ihr, wenn sie was braucht. Na, sag schon, worum geht's? Eine ihrer Kurtisanen wird vermisst. Und ich soll sie finden. Ein Soldat, der vielleicht weiß, wo sie ist, soll sich hier in Moor mit einem Händler getroffen haben. Bei uns machen Dutzende Händler auf dem Weg in die Hauptstadt Rast. Aber einer von ihnen hatte vor kurzem Streit mit einem Soldaten. Ist er noch hier?
Der Händler? Oh ja, der sture Bock hat den Soldaten einfach schreien lassen, bis der sein Angebot angenommen hat. Wenn du nach ihm suchst, sei vorsichtig. Hier lässt man einen Träger eher verrecken, als sich die Hände schmutzig zu machen. Daran kann nicht mal Madame's Brosche was ändern. Verstanden. Ja, wir haben schon gesehen, wie freundlich das hier zugeht. Meine Bange. Wir sollten eigentlich erst nächsten Monat neue Träger bekommen. Er wird doch wohl kein Deserteur sein. Was geht? Was willst du, Träger? Wo ist dein Herr? Gott, jedes Mal. Du legst es wohl darauf an, was? Ich wurde aus Nordstedt geschickt. Auf Geheiß von Madame. Der Name sagt dir was? Wie? Aber selbstverständlich doch. Ich bin Madame treu ergeben. Und wie kann ich ihr zu Diensten sein? Du wurdest vor ein paar Tagen im Streit mit einem Soldaten gesehen. Er hatte eine Narbe über dem Auge. Ja. Ja, das stimmt. Ja, wir müssen halt diese andere Frau finden, ne? Es sei eine Antiquität. Er wollte ihn bei mir gegen einen neuen tauschen. Aber so alt das Ding auch war, eine Antiquität war das mit Sicherheit nicht, wie ich ihm auch gesagt habe. Allerdings hat er das nicht akzeptiert und wollte mich mit Geschrei einschüchtern, wirklich hartnäckig und stur. Ich habe nicht nachgegeben und als er endlich heiser wurde, hat er schließlich einen neuen Kamm von mir gekauft, wenn auch nur einen billigen. Weißt du, wohin er danach gegangen ist? Nach einem Geschäft ist normalerweise niemand mehr am Plaudern mit mir interessiert. Dieser Mann schon, zu meinem Erstaunen. Er wollte zu den Ruinen, nicht weit von hier. Vielen Dank. Dafür doch nicht. Ich würde alles für Madame tun. Alles. Sag ihr bitte, dass ich dir weitergeholfen habe, ja? Bitte, mein Freund. Ich habe nicht viele Freunde. Bitte. Vielleicht wird Madame mein Freund. So, Ruinen. Gibt es ja irgendwelche Schätze noch? Haha. Mehr Upgrade-Materialien, die ich nicht benutze. Ich tue übrigens nicht nochmal springen, ne, wenn er hier von den Dingern da eine Mauern hier runter springt, ne, dann macht er irgendwie von alleine. Ich bin doch eine sehr glückliche Person. So, da muss ich nicht hin, aber lass mich da erstmal hingehen. Ich werde es kaum durchs Büßertor schaffen, ohne dass mich jemand als Deserteur erkennt. Sid hat hoffentlich einen Plan. Ja, trotzdem mal dahin, ne? No. Ah, ja. Hey ho! Die Tore sind zu! Veter, Männer! Dieser Träger denkt tatsächlich, er hätte das Recht, unser heiliges Oriflamm zu betreten. Wäre er in Begleitung seines Herren, wären wir sogar gezwungen, diesem Abschaum Einlass zu gewähren. Ich geh einfach. Doch, er ist alle. Hey, hör mir Gefecht zu! Oh nein. Vielleicht ist da noch was Wichtiges. Veter-Männer. Dieser Träger denkt tatsächlich, er hätte das vielleicht redet er einfach immer weiter, ne? Macht so einen kleinen Comedy. Begleitung seines Herren wären wir sogar gezwungen, diesem Abschaum Einlass zu gewähren. Doch er ist allein gekommen. Und das Gesetz zu unbegleiteten Trägern ist unmissverständlich. Wenn er also nicht will, dass wir ihn in Ketten legen, dann täte er besser daran, schnell zu seinem Besitzer zurückzukehren. Auf der Stelle. Ich möchte nur jeden ja erklären, wie das hier abläuft, ne? Weiß der Typ ein Lehrer? Lasst mich nur noch mal die Regeln für alle Anwesenden hier erklären, damit auch alle hier auf der gleichen Seite sind, ne? So, wir machen jetzt Folgendes, Leute.
Ja gut, hat er mich noch gesiezt. Hat. Oh ja, die freundlichen Dorfbewohner. Müssen wir natürlich beschützen. Ja, doink, doink. Ins Gesicht. Oh, da ist noch einer. Wölfe erlegt. Okay. Verdammt. Zwei Leichen. Ein Mann und eine Frau. Oh nein. Na, die beiden. Ich weiß auch gar nicht, wie die aussehen, ne? Die Wölfe waren offenbar hungrig. Doch diese Wunden sind trocken. Da ist der Kamm. Du bist es also. Tatjen. Tatjen, sagst du? Dann ist der Tote neben ihr wohl Yannick. Die Frau, die er jede Nacht besucht hat. Er meinte, sie heißt Tatjen. Du. Bist du mir gefolgt? Warum sollte ich das? Oder hast du irgendwas verbrochen? Nein, ich sollte Yannick finden. Und wie es aussieht, hab ich das. Und ich habe meine Vermisste gefunden. Das war die Eifersucht. Der Gedanke, dass da noch andere waren, hat ihn krank gemacht. Eines Abends trug sie einen Kamm im Haar. Yannick dachte, der wäre von einem anderen. Uns hat er gesagt, dass er den Mann finden und töten will. Wir haben ihn wie immer nicht ernst genommen, aber dann ist er nach Mur aufgebrochen und nicht zurückgekommen. Der kam in ihrem Haar. Er war ein Geschenk von Madame. Hätte Yannick doch bloß gefragt, dann würde er nicht hier draußen verrotten. Einfach nur ein versessener Fan. Ich glaube, er hatte etwas Oder Stalker. Vor. Er hat dir den Kamm gestohlen. Und dir einen neuen gekauft. Einen Antrag vielleicht. Was? Ein Antrag? Und damit ihr und Madame in Nordstedt leben? Desertieren konnte er ja wohl schlecht. Richte Madame mein Beileid aus. Wenn unsere Männer Yannicks Leiche abholen, sehe ich zu, dass sie Tatjen zum Schleier bringen. Bist du dir sicher? Die Sache lässt sich nicht vertuschen. Also müssen wir versuchen, Madame versöhnlich zu stimmen. Da fällt mir ein. Ich habe sie gerade in Mur gesehen. Erklärst du ihr alles? Ich halte mich da lieber raus. Mach ich doch gerne. Ich muss es Isabel sagen. Vielleicht hilft der Kamm ihr wenigstens dabei, Abschied zu nehmen. Na gut. Oder sehe ich gerade, geht's runter irgendwo. Lass mal da hingehen. Oh, warte mal hier. Was ist das denn? Goblin-Münze. Warum sah die Schatzruhe so komisch aus? Hm. Mal hochgehen. Irgendwie ist das nicht aufgedeckt. Hat das was zu bedeuten? Da. Namenlose Kirche. Oh. Ich wahrscheinlich wieder zu Orten, in die ich sowieso irgendwann hingehen muss, ne? Okay. Ich dachte, da stand gerade was. Ah. Malz. Schwarzes Blut. Hm.
Hallo, welchen Gott betet ihr hier an? Spoiler, es ist der falsche. Ich bin euer neuer Gott. Okay, da geht es irgendwie nicht weiter. Ich meine, da kann man rein, aber scheint noch nicht jetzt, ne? Also nehme ich an, man kommt irgendwann später dahin, ne? Kann ich mich dahin teleportieren? Ne. Dann gehen wir ihm zu Fuß. Oh mein Gott, meine Beine bringen mich um. Mich hier auch noch irgendwo hochlegen könnte, ne? Was die Musik gleich. Das würde ich irgendwie gerade auf so einem toten Planeten irgendwie so rumlaufen. Das nennst du sauber? Wir sollten eigentlich erst nächsten Monat neue Träger bekommen. Ihr hättet mich doch rufen können, dann hätte ich ihm die Nachricht überbracht, Milady. Das weiß ich, aber es ist vertraulich. Was geht? Du hast Moore also überlebt. Deine Gefährten sind in der Zwischenzeit eingetroffen. Sie warten an der kleinen Kapelle oben auf dem Hügel. Da war ich gerade da. Danke. Du lügst mich an. Ich bring dich um. Habt ihr nur dafür den Weg auf euch genommen? Ich wäre ohnehin zu euch gekommen. Dann hast du sie gefunden. Nein, meine arme Tatjana. Dass ein Mann mit Leib und Seele einer Kurtisane verfällt, ist nicht selten. Erst recht nicht, wenn er jung und fern von seiner Heimat ist. Doch ein gutes Ende nehmen diese Geschichten nie. Der Kamm lag neben Tatjana. Sicher wollte ihn zurück. Was soll ich denn einfach behalten? Ne? Über meine Aare an, hallo? Ich danke dir, Clive. Ich werde ihn ihr bei der Bestattung beilegen. Auftrag abgeschlossen. 200 Erfahrungspunkte, nicht schlecht. Und Meteorstein. Ich muss los. Nein, warte. Ich habe noch etwas für dich. Ein Zeichen meines Danks. Im Schleier kehren auch befehlshabende Offiziere der kaiserlichen Armee regelmäßig ein. Bei einigen lockert sich die Zunge im Laufe der Nacht. Die Legionen bereiten sich auf einen Marsch Richtung Süden. Ich dachte, sie sieht jetzt irgendwie ein Schwert raus von uns. Ach, sagte Otto auch, dass es um alle Legionen geht? Es handelt sich um kein Gefecht. Ich vermute, dass der Kaiser vorhat, die Hauptstadt aufzugeben. Aber was weiß eine Frau wie ich schon von Politik? Leb wohl, Clive. Ja auch. Jetzt habt du Drops einfach hier solche Informationen. Lass dann einfach so hoch aus, was ich denn schon. Okay. Dann gehen wir noch mal zu der Kapelle, wo wir gerade schon waren. Hat sich ja nichts mehr getan, ne? Ja, da wird halt alles ausgefüllt sein. Kaiseraue. Kaiseraue. Oder Kaiseraue. Käseraue. Käse. So. Jetzt kann man wieder mit wichtigen Leuten hier reden, ne? Seite hier. Da wird der Widerstand. Ja. Okay. Set. Bin ich zu spät? Greif. Gerade rechtzeitig. Es ist leider schlimmer als gedacht. Truppen so weit das Auge reicht.
Und wer klopft an? Der flüchtige Überläufer. Genau deshalb nehmen wir die Hintertür. Okay. Kristall geht aber gar nicht. Die Lusthöfe. Ja. Lass Zeves lachen. Was habt ihr denn? Nirgends ist man so ungestört wie in einem. Bordell. Ach ja, ich fühle mich beobachtet. Man hat sogar gerade zur Musik im Hintergrund. Der Ambiente, Sounds. Und jetzt? Wie geht es weiter? Wir nehmen das Kristalltor. Gleich nach Sonnenuntergang. Werden dort nicht die Splitter verladen? Das ist einer der schwerstbewachten Orte in Sanbrek. Du bist informiert, doch nicht ganz. Es gibt dort eine Abkürzung direkt zum Kern. Eine Abkürzung. Interessant, dass ein flüchtiger Dominus an solche Informationen kommt. Nun, vielleicht habe ich den Weg schon einmal ausprobiert. Und vielleicht musste ich da abhauen, weil Bahamut mich entdeckt hat. Schnee von gestern. Sid. Ja, dass ich mal mit Bahamut geklopft. Falls das mit den Mutterkristallen wirklich stimmt. Falls... Das trifft mich, Jill. Was ich sagen will, ist, falls die da oben alle davon wissen, warum tut dann niemand etwas dagegen? Wie du vielleicht weißt, sorgen die gottesfürchtigen Menschen hier und ihre frommen Führer sich nur um eins, sich selbst. Und sie werden alles tun, um an der Macht zu bleiben. Der Rest ist ihnen vollkommen egal. Sobald man seine Stimme gegen sie erhebt, ist man geächtet. Ab in die Kerker und auf nimmer Wiedersehen. Geächtet. Wer die Kristalle in der Hand hat, beherrscht die Welt. Aber wir können auch ohne sie Magie wirken. Für unsere Herrscher sind wir die idealsten Werkzeuge und die gefährlichsten. Aber was gibt ihnen das Recht, uns so zu behandeln? Uns auszubeuten und dem Tod zu überlassen? Was kümmert einen Fürsten ein zerbrochener Krug? Was denkst du? Wir bedeuten ihnen überhaupt nichts. Nein, wir können mit Worten nichts erreichen. Ich hab's versucht. Man stößt auf taube Ohren. Die Welt will uns nicht zuhören. Also Schluss mit Reden. Wenn man uns keine Stimme gibt, verschaffen wir uns anders Gehör. Mach mal einfach ordentlich Krach. Mir nicht verübeln, dass ich dem ein Ende setzen will. Oder? Ich nicht. Aber du wirst vielen Menschen das Leben zerstören. Für sie bist du dann auch ein Geächteter. Sid, der Geächtete. Ja, gefällt mir. Willst du das nicht ein bisschen ernster nehmen, Sid? Ach, sei doch nicht so chill. Gönn mir wenigstens einen richtigen Titel. Wenn man sich dafür an mich erinnert, spiele ich doch gern den Bösewicht. Aber erst haben wir noch einiges vor. Einmal drin gibt es kein Zurück. Also macht euch bereit. Die Welt rettet sich nicht selbst. Ach Gott. Mach ich doch gerne. Oh, da geht schon den nächsten, ich würde mal sagen, Story-Abschnitt, ne? Sind immer so. Also immer diese
Dinger, die so in so Level eingeteilt sind, ne? Na gut, dann gehen wir mal da rein, ne? Drachenkopf. Seit Jahrhunderten wacht der Drachenkopf Majestät schweigen und regungslos über Sambrek und seine glorreiche Hauptstadt. Na gut, machen wir da rein. Schlüsselmoment in der Geschichte. Ein Schlüsselmoment in der Geschichte wurde erreicht. Ab diesem Punkt wirst du nicht mehr zurückkehren können weiter. Überhaupt nicht. Halt, ne? In dem Fall lass mich noch mal ganz kurz hier reingehen. Ich glaube, dann können wir da im nächsten Part reingehen, ne? Komm, Zusammenstellung hat sich geändert. Haben wir jetzt? Nein. Die geben wir die Charaktere oder nur nicht, damit ich nicht hier durch die Gegend renne. Voll einfach. So. Setz dich, Clive. Ich schöpfe dir was Leckeres ab. Ah, danke. Ist irgendwas Neues? Bitte schön. Gucken wir uns hier mal um, bevor wir hier weitermachen, ne? Wenn du helfen willst, lernst du. Womit kann ich, alter Mann, euch dienen? Gehen wir mal bei Ihnen hier vorbei. Schnacken ein bisschen. Okay. Wollt ihr einen Blick in meine Aufzeichnungen werfen? Dann kommen wir mal hier so bei Ausrüstung, ne? Wenn ihr wirklich irgendwie was los ist, was hier, wo ich mir irgendwie nicht mehr zurückgehen können, erstmal. Und was willst du? Sag doch gleich, dass du was kaufen willst. So, ja, das ist das hier verkaufen, ne? War's das schon? Also wir noch mal hier reinschauen. Ja. Was willst du? Vielleicht will ich ja mal irgendwas upgraden, ne? Wenn ich was hab. Hab ich aber nicht. Die Sachen, die ich habe, kann ich noch nicht mal upgraden. Ah ne, warte hier. Kann ich die Sachen, die ich habe, upgraden. Ich kann meine alten Sachen alle hochleveln. Eine Goldschärpe mit Mutter Crab. Und ich weiß auch gar nicht, wie hoch ich die hochleveln kann. Oder das gar nichts bringen. Also wenn da Maximum ist, was ich hier hochleveln kann, ne, dann bringt es das nicht wirklich. Na gut. Na gut. Und ich sagen, das war's für diese Folge. Ne, ist etwas kürzer als sonst, aber so wie es ausschaut, geht's in der nächsten Folge ein bisschen rund. Von daher, nein, ich, hier sind nicht Schokobus die ganze Zeit am Rumplärren. Würde ich sagen, wir machen hier einen Schnitt, ne? Ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir zum Drachenkopf gehen, ne? Und ja, uns da reinschleichen, ne? Eine Kristall kaputt machen, ne? So wie ich da verstanden habe. Infiltriere Oriflamme, steht da. Und ja, gut. Also, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann teilt das doch bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.